Hallo Freunde der analogen Unterhaltung und willkommen in der Schule. Es ist Montag und es ist wieder Zeit für Brettspielbegriffe erklärt. Heute mit dem Begriff Promo. Ja, Promo ist was... Die Abkürzung von Promotion. Promotion, was sich so Brettspielbeutejäger auf ihre Listen schreiben, wo viele Leute gibt, die auf so Messen oder so rumlaufen, eine Promo und danach suchen. Eine Promo ist im Prinzip eine Mini-Erweiterung zu einem schon bestehenden Spiel, also für irgendwas, irgendein Gimmick, was es dann oft in einer limitierten Stückzahl, vielleicht auch im Extremfall nur auf einem einzelnen Event gibt oder als Beilage, wenn man was anderes kauft. Was meistens jetzt nicht speziell oder eigentlich fast nie vom Verlag einzeln verkauft wird als Produkt, sondern meistens halt, weil es eben, das der Name schon sagt, Promo dazugegeben wird. Oft in Essen gibt es die Promo mit dazu. Kaufst oder du hier, kriegst du noch ein extra Monster. Genau, hier genau. Außerdem natürlich weit verbreitet so in den im Medienbereich. In der Spielbox liegt oft eine Promo bei. Bei uns gab es Promos in der Crowdfunding-Kampagne, wie auch bei anderen amerikanischen Rezensionsseiten in deren Funding-Kampagnen. Ja, das sind, dann gibt es natürlich den Brettspiel-Adventskalender voll mit Promos. Ja. Da wird tatsächlich ja mal Promos wirklich verkauft, muss man ja sagen. Ja, man kriegt natürlich aber dafür auch gleich 24 Stück. Wie eine große Wundertüte mit Promos, wo man allerdings weiß, für welche Spiele zumindest die Promos sein werden. Also wirklich verschiedenste Möglichkeiten. Und man kann zum Beispiel auch bei Boardgame Geek, im Geek Store, da gibt es auch dann Promos zu kaufen, aber was natürlich dann auch Boardgame Geek unterstützt. Spricht natürlich direkt, natürlich klar, Brettspiel ist auch was, wo viele Sammler sich natürlich tummeln und sowas ist natürlich auch was Sammler anspricht. Das macht nichts. Jetzt habe ich schon. Was Sammler anspricht, weil sie natürlich die Spiele, die sie mögen oder haben, halt absolut vollständig haben wollen und dann genügt es halt mitunter nicht, nur die Erweiterungen zu besorgen, sondern man will dann natürlich auch alle Promos, jeden Schnipsel und so weiter haben. Und bei erfolgreichen Spielen kann es mitunter tatsächlich dann auch gar nicht so einfach sein. Und da auch einzelne Promos, also es wirkt dann für jemanden, der nicht aus der Szene kommt oder damit es anfängt, absurd, was da teilweise für ein einzelnes Teilchen bezahlt werden. Wobei man wirklich sagen muss, sozusagen, man kann sowas zum Beispiel bei dem DeLorean für Cold Express, kann man es schon verstehen, dass einem das Herz blutet, wenn man den nicht hat. Um mal jetzt hier ein paar Promo-Beispiele zu nennen, da hast du natürlich schon ein wirklich perfektes Beispiel für eine Promo, ist der DeLorean für Cold Express, weil es ist genauso, was es sagt sogar jemandem was, der Cold Express, das ist vielleicht sogar so eine gute Promo, dass jemand über die Promo erst auf das Spiel aufmerksam wird, weil er sagt, was ein DeLorean? Back to the Future? Oh mein Gott, ja, also das ist natürlich klar, das schlägt da mehrere Kerben, aber es gibt natürlich, wie gesagt, von einem winzigen einzelnen Plättchen hier fürs Kennerspiel des Jahres 2016, Isle of Skye, dann einfach, weil man den Preis gewonnen hat, so ein Plättchen, extra Plättchen zu machen, wo das halt irgendwie als Gag hinten draufsteht, bis hin zu Sachen, wobei das auch ein interessantes Beispiel ist hier, diese Promo-Monster für King of Tokyo sind insofern interessant, als dass ja jeder weiß, dass abgesehen jetzt davon, von den zusätzlichen Karten, aber die gibt es ja zu diesem Monster nicht, macht es ja gar nichts. Also es ist ja einfach nur ein Stück Pappe, was genauso ist wie jedes andere, aber es sieht halt hübsch aus. Ja, das ist immens wichtig. Also frag mal Häuptling Wilde Himbeere, wie wichtig das ist, was für eine Figur man das spielt. Dass man teilweise, klar, die Promo-Monster haben keine eigenen Karten, aber das ist so ein super Beispiel, wo wirklich so ein seltenes King of Tokyo Monster ist durchaus sehr beliebt. Ja, unterschiedlichste Lagen, verschiedenste Extra-Helden für Dungeon Fighter oder halt auch wirklich richtig große Sachen wie so ein extra Stanzbogen für Terra Mystica. Wobei man hier zum Beispiel auch sagen kann, hier ist auch sowas typisch für Promo, macht jetzt nicht was. Also natürlich ist ein extra Plättchen hier, andere Stadtplättchen, die gab es vorher nicht, aber diese runden Plättchen sind eigentlich vor allem auch dafür da, um sozusagen die einzelnen Völker nochmal, die haben dann quasi richtige, einfach grafische Plättchen für die einzelnen Völker. Ne? Das ist, braucht man eigentlich nicht, aber ist natürlich cool, das zu haben. Außerdem in dem Fall nochmal besonders kann die Promo auch verwendet werden, um noch extra Regeln einzuführen, um das Spiel noch stärker zu balancen. Aber ja, also da gibt es halt von bis. Und da gibt es natürlich Spiele, die eignen sich natürlich hervorragend. Da kann man 1000 Milliarden Promos machen, um mal ein Beispiel zu nennen. Dominion, ja, ich meine, klar, da kann man einfach, hier gibt es halt eine Königreichkarte, die gibt es in keinem der Spiele hier. Die kannst du dann haben, wenn du da und da hingehst und das machst. Ja, das sind die schöne Welt der Promos. Also ich finde ja, bei Promos ist halt so ein Thema, ich finde es auch voll cool, sowas wie der DeLorean und so, finde ich voll cool. Tendenziell ist, finde ich, bei Promos natürlich immer so ein bisschen schwierig. Klar, du packst es einfach in die Schachtel
Ja, ja, dann hast du es halt irgendwie da so. Aber es ist natürlich oft, manchmal artet es auch so ein bisschen in Krimskrams aus, finde ich. Aber das ist auch eigentlich eine persönliche Meinung. Es ist stark schwanken, so, die Qualität natürlich. Was man, ist eine Promo jetzt wirklich nur ein Gimmick, ein Gag oder passiert da wirklich was? Mit dem DeLorean hat er wirklich eine Regel, ob ich jetzt hier so ein zusätzliches Blättchen habe. Das ist die Frage. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, wie ihr zu Promos steht. Vor allem schreibt gerne in die Kommentare, was eure absolute Lieblingspromo ist. Die geilste, die ihr jemals bekommen habt. Das würde mich auch auf jeden Fall interessieren. Also DeLorean sicherlich bei einigen Leuten auch hoch im Kurs. Aber ja, es gibt natürlich versteckte Schätze. Es gibt halt, es gibt halt so schön viele Promos. Das ist halt irgendwie auch, glaube ich, das Coole daran. Es gibt dann einfach so unendlich viele Promos. Und das erweitert dann einfach das Sammeln für bestimmte Spiele einfach noch. Der ganz Schwarzmarkt genau. Für Dominion. Ja. Genau. Nee, gibt viele coole Promos, auf jeden Fall. Ja, ja, das waren die Promos. Genau. Vielen Dank. Das Zugucken. Schule ist beendet. Ihr dürft jetzt rausgehen spielen. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss. Tschüss.